Wir haben mit unseren industriellen Champions natürlich ein exzellentes Domainwissen, also das eigentliche Wissen um die Produktion, die Produkte und auch die Services dafür. Das in die digitale Welt zu transferieren, ist viel einfacher als für die Digital-Champion, sich die entsprechende industrielle Know-hows aufbauen zu müssen. Das ist unsere Chance, dass wir auch in der digitalen Welt aus den industriellen Champions die neuen Digital-Champions machen. Ja, die Voraussetzung ist erstens, dass in jedem Unternehmen das Thema Digitalisierung Chefsache ist. Es ist nicht nur eine technologische Transformation, es ist auch ein kultureller Wandel, der notwendig ist, um eben in der virtuellen Welt über die Daten neue Produkte und neue Services anzubieten. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch in Deutschland und Europa eigene, souveräne, unabhängige digitale Infrastrukturen. Denn viele haben natürlich noch Hemmungen, ihre Daten in das öffentliche Netz zu stellen. Wenn wir da sichere Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen haben, die wir selbst beherrschen, selbstbestimmt, souverän sind, dann kriegen wir sicherlich einen großen Schub. Erstens, die Digitalisierung muss von der Spitze herkommen. Der Vorstand, die Geschäftsführung muss voll dahinter stehen, muss die gesamte Belegschaft entsprechend vorbereiten. Es ist neues Wissen notwendig. Es werden auch manche Jobs und Tätigkeiten wegfallen. Dafür wird es viele neue geben. Deshalb bin ich überzeugt, dass in Kombination der digitalen Transformation die Schaffung neuer Arbeitsplätze dem Arbeitskräfte-Fachkräftemangel der Zukunft stark entgegenwirken kann, sodass wir es hoffentlich schaffen, auch in der digitalen Welt Vollbeschäftigung zu haben. Also von der Spitze her das Thema strategisch treiben, die Mitarbeiter entsprechend vorbereiten und dann mit großem Mut plattformbasierende neue Geschäftsmodelle in den Markt zu tragen. 8 der 10 wertvollsten Firmen weltweit sind digitale plattformbasierende Firmen. Davon ein Beispiel nehmen und die eigene haptische, physische Welt in die digitale Welt zu tragen, das ist das Ziel. Ganz wichtig ist, dass die Firmen auch kooperieren, auch innerhalb der Branche kooperieren. Deshalb brauchen wir auch ein Wettbewerbsrecht 4.0, dass wir wirklich vom Startup über Wachstumsfirmen, KMUs bis hin zu Großunternehmen eine Zusammenarbeit haben, damit wir Datenbestände und Erfahrungen sharen, teilen können. Denn die digitale Welt ist eine Shared Economy, wenn jeder nur für sich. Das ist etwas, was in der proprietären, analogen Welt richtig war. Aber in der digitalen Welt ist eine Shared Economy. Da muss gemeinsam lernen, gemeinsame Datenbestände, idealerweise ein gemeinsamer europäischer Datenraum, um eben den beiden großen Schwergewichten USA und China auch etwas entgegenstellen zu können.